glaube, man kann sich selber nicht beschreiben. Das überlasse ich wirklich anderen. Und ja, ich würde sagen, ich bin Vollblutmusiker. Für mich ist Musik was ganz, ganz Wichtiges im Leben. Es gehört zu mir dazu, wie vielleicht für andere Menschen etwas anderes, was sie sehr leidenschaftlich tun. Aber mich selber zu beschreiben, das ist glaube ich, unmöglich. Das, wie gesagt, sollen andere tun. Ja, momentan gibt es eine kleine Restauration bei der Geige, zum Geigenbauer, aber ich bin jetzt mit einem anderen Instrument unterwegs, womit ich auch die Kosten immer zahle. Nein, weil du hast sicherlich ein Stück weit den Vorteil bei Klassikkonzerten, dass das Instrument schon einen wahnsinnig schönen, farbenreichen Ton hat. Und auch von der Dynamik her dir sehr, sehr viel bietet. Aber vom Spielen her würde ich sagen, man spielt auf dem Instrument, egal was es ist, immer gleich. Das weiß ich nicht. Hätte ich die Geige vor 100 Jahren gespielt, könnte ich dir eine Antwort drauf geben. Aber sie klingt in der Zeit, wo ich sie jetzt habe, und das sind jetzt mittlerweile 7 oder 8 Jahre, hat sich der Ton nicht verändert. Also weder positiv noch negativ. Wenn irgendjemand mit einer M16 vor einem steht, dann hilft der Bodyguard auch nicht viel. Also würde ich mal jetzt echt sagen, ich will jetzt nicht dem Kollegen zu nahe treten, aber ich glaube, das ist rausgeschmissenes Geld. Man sollte fit sein, dass man wenigstens einmal schnell um den Block laufen kann, falls jemand da ist. Aber alles andere, glaube ich, ist ein bisschen übertrieben. War eigentlich gar nicht so unangenehm. Am Anfang natürlich möchte man, aber ich habe die Zeit sehr genossen und auch genutzt, andere schöne Sachen im Leben zu machen. Zum Beispiel viel Zeit auch zu verbringen mit Familie und Freunden. Und auch diesen zeitlichen Druck, dieses Getaktete auch mal da aus meinem Leben wirklich rauszunehmen. Ich fand das sehr, sehr entspannend, sehr angenehm. Und ab und zu kann das gerne nochmal passieren. Ja, Burnout ist ja eher was im Kopf passiert. Also, da habe ich in meinem Leben immer viel Glück gehabt, dass ich nie an meine Grenze gekommen bin, auch in sehr schwierigen Jahren. Dass ab und zu der Körper mal zwickt und zwackt, ich glaube, das ist völlig normal. Das ist nicht nur in meinem Beruf so. Aber psychisch oder so hat mich das nie belastet, vielleicht auch ein Stück weit, weil ich immer damit auch sehr viel Spaß verbunden habe. Vielleicht ist das Geheimnis. Ganz ehrlich gesagt, ich bin momentan noch so ein bisschen auf Promotour. Ich muss mir dann für die einzelnen Städte vielleicht noch was aussuchen. Wir haben ein tolles Programm, egal ob was Spezielles kommt oder nicht. Wir haben wirklich ein wunderschönes Programm zusammengestellt, was zum allerersten Mal bin ich auch hier mit meiner Band und ich im Übrigen auch in Budapest für ein Konzert. Und für mich ist das auch so ein bisschen sehr spannend zu sehen, wie ein Publikum reagiert, gerade in einem Land, wo ich noch nie gespielt habe. Ich bezweifle, dass heute viel Zeit da sein wird. Am 10. Oktober werde ich versuchen, ist ja dann doch so, dass wir dann, wir sind ja schon längst eingespielt, aber dass ich dann die Tage, die ich auf Tour bin, auch, man muss ja auch ein bisschen Eindrücke von der Stadt gewinnen. Das ist ja dann auch mal ein Stück weit Inspiration. Nicht nur die Hotel zu sehen, sondern wäre angenehm. Insofern, was ich gerne mache, ist am Tag des Konzerts ein bisschen spazieren gehen. Also es gibt zwei Dinge, die sind für mich der allergrößte Luxus. Drei. Ich fange mal an mit dem allerwichtigsten, ist Zeit. Zeit für sich zu haben, Zeit für das, was einem wichtig ist, vielleicht sogar außerhalb der Musik. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Zweite ist natürlich Gesundheit. Und das Dritte beinhaltet natürlich ein bisschen was vom Ersten, dass man die Zeit, die man sich wirklich auch nimmt, dass man die genießt. Und dass man auch was mit sich anfangen kann. Dass man Interessen hat, die vielleicht auch nicht beruflicher Natur sind. Sondern die einen inspirieren, motivieren, auch ein Stück weit ablenken. Sport mit Sicherheit, dass man auch mal
sich mit anderen Dingen beschäftigt, wie gesagt, außerhalb der Musik. Ich liebe zum Beispiel Architektur. Also deswegen ist das für mich immer spannend, spazieren zu gehen. Weil ich natürlich auch die Natur genieße, aber auch Design liebe. Und gerade in Städten, wo ich noch nicht vorher gewesen bin, ist das für mich sehr ablenkend, aber auf der anderen Seite vielleicht unterbewusst auch sehr inspirierend. Gestern ist ja Vergangenheit. Mhm. Alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, ist ja nicht mehr aktuell, ist ja vergänglich. Mhm. Selbst was ich gestern gemacht habe, hat keine Bedeutung mehr heute. Das Einzige, was Bedeutung hat, ist, wie ich den heutigen Tag gestalte, wie ich mich als Mensch verhalte, was ich mit dem heutigen Tag anfange.